Herzlich willkommen zur vierten Folge Let's Play Last Chaos auf dem Enigma-Server. Heute ist der Alex mit dabei. Servus. Wir kennen ihn wahrscheinlich als Happy Bashing aus der dritten Folge, als ein ganz korrekter Typ. Deswegen freut mich, dass du dabei bist. Yay, mich auch. Gut, ich würde sagen, bevor wir groß rumquatschen, loggen wir uns erstmal ein und connecten auf den vierten Server. Wir sehen hier gleich unseren Ritter, der uns natürlich erstmal schön ehrenhaft vor uns verbeugt, ne? Wie als Master. Gut. Wir starten jetzt hier mitten in Juno, wie immer, ne? Und wir müssen jetzt zum Storekeeper, das heißt zum Lager, weil dort ist etwas Schönes eingelagert. Man munkelt, was es ist, man munkelt. Aber ihr werdet es eh gleich sehen. Alter, habe ich dich schon wieder verpasst. Wo bist du langgelaufen? Zum Storekeeper. Ah, da bist du, okay. Ja, ich erzähle euch mal ein bisschen, was er jetzt da rausholt. Und zwar holt er jetzt raus 69er Ritterschwerter und Himmelsteine, also Heavenstones. Und zwar werden wir jetzt mit diesen Himmelsteinen, die man ohne Ende im Prokion-Tempel bekommt, mit denen plussen wir jetzt die 69er Schwerter und probieren 1 auf plus 15 zu bekommen, was eigentlich wirklich sein sollte. Und ja, genau, mit dem werden wir dann leveln. Gut, wir sehen hier Eglain Dual Sword, Level 69. Und ich nehme mal kurz in die Gruppe rein. Jo. Wenn man noch weiß, wer ich bin. Hier oben sieht man es nochmal, falls ihr es nicht wisst oder nicht zugehört habt. Ja, und gut. Dann einfach mit dem Himmelstein auf die Waffe draufziehen und dann kommt ein Bestätigungsfenster, einfach auf Bestätigen oder Confirm klicken und schon wurde die um 1 erhöht. Jedoch muss man aufpassen, aber das kannst du sagen, Alex, wenn du willst. Genau, also erstens, ihr könnt das mit Enter machen, da geht das ein bisschen schneller. Und man muss halt aufpassen, die Waffe kann kaputt gehen. Man kann sie schützen mit Himmelstein, Schutzstein natürlich. Die lohnen sich aber nicht in dem Level, weil man die Waffen noch echt sehr viele droppt. Ich zum Beispiel habe jetzt eine 175er und droppt man schon seltener und deswegen habe ich ein paar Schutzsteine benutzt. Aber die 69er benutzt hat man ja ohne Ende. So, die ersten sind kaputt gegangen. Mhm. Wir nehmen einfach die nächsten. Genau. Die 69er Waffen übrigens droppt man im Überbitte der Schmerzen, Temple of Forgetfulness, dort wo ihr gestern im letzten Part gelevelt hat, also wo der Jod im letzten Part gelevelt hat. Und schon wieder eins kaputt. Genau, noch eins kaputt. Also das kann öfters passieren, aber eins geht bestimmt auf plus 15. Wetten nicht. Genau. Nochmal, weil es in keinem Video erwähnt wurde, bloß in die Beschreibung immer geschrieben wurde. Nochmal die Raids vom Server, also die Raids sind EXP mal 20, SP mal 50, Gold mal 50 und Drop mal 15. Ja. Gut. Des Weiteren hat man hier auch Online-Cash. Das heißt, wenn man online ist, wird man belohnt, indem man Cash bekommt, von dem man sich dann eben Sachen aus dem Item-Shop kaufen kann, aus der Item-Mall. Und zwar bekommt man alle 10 Minuten 15 Cash. Und über die Nacht sind das dann schon, ja, das kann schon ein bisschen was werden. Alex, ja? Ich würde sagen, ich bin der Babbo im dritten Schwert plus 15. So, herzlichen Glückwunsch, ne? Dann machen wir jetzt, beziehungsweise dann gehen wir jetzt mal skillen. Jo. Jo. Und zwar dazu müssen wir uns zu unserem Meister gehen. Genau, denn es gibt immer so für jede Klasse einen Meister. Wir haben einen anderen wie Jo, weil er ein Ritter ist. Ich bin Nachtschatten. Night Shadow. Schattenpriester. Naja. Gut. Und jetzt seht ihr auch, wozu wir diese Skill Point oder SP brauchen. Und zwar um uns bessere Skills oder neue Skills zu erlernen. Zum Beispiel jetzt Knuckle Spear, Level 2 können wir sie erlernen. Und lernen. Genau, und das wird dann erlernt. Und dann hat man ab Level 31 kann man sich aus und gibt es zwei Spezialisierungen. Für den Ritter ist das Königsritter und Tempelritter.
Und was man halt gerne spielen möchte, das nimmt man dann. Ja. Also Königsritter ist dann mehr auf Angriff und Tempelritter ist dann mehr auf Verteidigung. Bei Exrouge, also der Nachtelfe, gibt es dann Nachtläuferin oder Nachtjägerin. Eine ist halt, die hat dann Dolche und geht auch ein bisschen mehr auf Angriff. Und die Nachtjägerin hat halt eine Armbrust und hat nicht ganz so viel Angriff. Dann haben wir den Beschwörer, den Sorcerer. Da gibt es zwei Spezialisierungen. Das eine ist der Spezialist. Das andere ist der Elementarist. Der Spezialist macht wieder mehr Schaden und der Spezialist halt nicht ganz so viel. Ja. Und jede Spezialisierung hat natürlich ihre eigenen besonderen Skills. Also Perlangriffe. Jo. Dann haben wir noch den Titan. Da haben wir dann den Kriegsmeister und Highlander. Kriegsmeister hat ein bisschen weniger Angriff, so wie ich mich erinnern kann. Der Highlander ein bisschen mehr. Alles so, was man lieber spielen möchte. Genau. Die Rouge, also die wie heißt sie? Rouge. Name wurde dafür jetzt eingeblendet. Genau, Rouge, egal. Die Rouge ist genau das gleiche wie die Ex-Rouge. Nachtelfe hat genau die gleichen Fähigkeiten, kann man auch zur sogenannten Assassin, also Wasser machen und zum Hunter. Und genau, ist das genau das gleiche, bloß halt, also wie die Ex-Rouge, bloß dass halt eine Stärkung von den Skills hat. Dann gibt's Mage, die Magierin, da gibt es einmal die Hexe und einmal die Zauberin. Die Hexe macht weniger Schaden, aber für ein Teamplay auch sehr, sehr wichtig. Die Zauberin macht mehr Schaden und ja, ist aber auch sehr wichtig für ein Teamplay. Ja. Dann gibt es die Archmage, die Erzmagierin. Das ist genau das gleiche wie bei der Mage. Da gibt es genau das gleiche. Und dann gibt es noch die Heilerin. Die Heilerin hat die Klerikerin und die Waldläuferin. Die Waldläuferin macht Schaden ausgelegt. Die Klerikerin ist aufs Heilen ausgelegt. Heißt, also wenn man in der Gruppe ist, das ist wirklich so. Die Klerikerin ist dann die Person, die wirklich da fürs Heilen zuständig ist. Die heilt dann 30% des kompletten Lebens auf einmal. Das heißt, wenn man jetzt, weiß was ich, 300.000 HP hat und man ist gerade kurz vorm Abnippeln bei einem HP, sagen wir jetzt, dann heilst du dir hoch 100.000 oder sowas in der Richtung halt. Nee, ich hab gerade Scheiß erzählt, ne? Nee. Passt alles, ich bin verwirrt. Es ist nach 20 Uhr, ich soll schon im Bettchen sein. Sandman ist schon längst vorbei. Ja, genau, Sandman ist schon vorbei. Genau. Das sind so die Spezialisierungen. Je nach Spieltyp sucht man die sich halt aus, was man halt gerne spielen möchte. Genau. Gut. So. Dann würde ich sagen, da ich schon einen Königsritter habe, machen wir jetzt einen Tempelritter. Nein, Level als Königsritter. Königsritter? Ja, das geht besser. Echt? Man levelt auf, also für alle, man levelt auf Privatservern eigentlich nie als die Klasse, die weniger Schaden macht, sondern immer die, die mehr Schaden macht. Und levelt dann mit der hoch und dann skillt man um. Also man kann die Klassen dann auch wechseln. Wenn man merkt, die Spezialisierung gefällt einem nicht, kann man die dann auch wechseln. Okay. So, dann change job to Royal. Und confirm. Und jetzt sind wir Königsritter. So, jetzt. Jo, weiter Skills erlernen, würde ich sagen, ne? Jo, würde ich auch sagen. Und da kommen jetzt auch die Statuspunkte mit rein und ich glaube, da erzählt euch der Jo ein bisschen was, weil ihr das ja seht. Ich sehe ja nicht, was er da macht. Ja, wir skillen einfach die ganzen Skills und ihr seht, die gehen da unten weg wie heiße Semmel. Deswegen... Genau, und die Statuspunkte, also es gibt Skills, da braucht ihr Statuspunkte, zum Beispiel, weiß nicht, Triple Bash braucht man 52 auf
Strength, also auf Stärke geskillt. Genau, also für verschiedene Skills braucht man auch. Oder für Konzentration braucht man 12 Dexterity. Genau, also es gibt ganz verschiedene Sachen. Das solltet ihr auf jeden Fall, also ihr solltet alle erlernen und dann auch das darauf, also auch dieses Set Points darauf setzen, dass ihr das wenigstens erlernt habt. Jo. Gut, dann setzen wir mal 12 auf Dexterity wegen der Konzentration. Genau. Und den Rest setzen wir einfach mal auf Stärke. Ja, wenn du nichts anderes brauchst, ich weiß das nicht. Ja, zur Not kann man es, zur Not kann man es noch später erlernen, aber... Ja. Dann spulen wir einfach mal kurz vor, weil es etwas dauert. So, fertig ist geskillt. Und jetzt sind wir hier schon. Währenddessen wurden jetzt Konzentration, Double Bash und Triple Bash freigeschaltet zum Erlernen. Deswegen lernen wir das Ganze erstmal so weit wie möglich. Genauso wie Double Bash und Triple Bash. Bei der Passive Two-Weapon Fighting. Und sonst hat sich da nichts getan. Bei aktiv wird es auch nichts mehr, ne? Gut. Dann haben wir jetzt alles Mögliche erlernt. Jetzt geht es nur noch an, diese Skills da unten in diese Leiste runterzubringen, ne? Und das machen wir ganz einfach. Wenn ich es finde. K, einmal K drücken. K. Und dann kann man sich die Skills runterziehen. So. Das beschleunige ich auch kurz mal. Okay. So. Dann haben wir die Skills. Würde ich sagen, sind wir bereit zu leveln. Würde ich auch sagen. Jo. Wir tun das mit 65 jetzt in der Pyra. Das ist ein Tempel in Dratan. So. Gut, da gehen wir hin. Also das heißt gehen hin, ich werde so hinrufen, weil der Weg sehr lange ist. Aber ich werde einfach mal jetzt so ein Bild einblenden, mit dem Weg in so Pünktchen gezeichnet, wie ihr laufen müsst, um dahin zu kommen. Um es einfach nochmal besser zu veranschaulichen. Ja. Deinen Schwertern passiert. Mit deinen Schwertern? Ja. Ich sehe die nicht mehr. Egal. So, ich hoffe, du hast. Genau. Bug. So. Dann rufe ich dich mal hierher. Gut. Und jetzt sind wir vor der Pyra hier.
Und jetzt gehen wir in die Pyra rein. Das kostet etwas. Und die Pyra ist nicht gestellt. Moment, ich regel das kurz. Also ich bin drin. Ja. Also Pyra stellen hat damit was zu tun. Die Pyra kann unterschiedlich sein sozusagen. Gut, dann muss ich sagen, dann level ich mal hier drin, ne? Ja. Also die Pyra kann unterschiedlich gut sein. Werde mal aus der Gruppe rausgehen, weil wir sonst uns die Erfahrung teilen würden und das wollen wir ja nicht. Er soll ja die Erfahrung so kriegen, komplett. Warte, damit ich meine Sachen finde. Genau, während er jetzt levelt, erzähle ich euch noch mal ein bisschen was. Also, wie ihr im letzten Part schon gesehen habt, es gibt ein Buff-Event. Das heißt einfach, dass man eben diese Buffs von den Game Mastern bekommt. Diese finden immer Montag und Mittwoch statt. Genau. Und jo, halt gebufft und das eignet sich einfach besser zum Leveln dann. Man kommt die sogenannten Mobs halt einfach die Gegner schneller down. Genau. So, fang an. Was ich noch vergessen habe zu kaufen, ist ein Chaos-Trank. Natürlich ziemlich blöd. Also, Chaos-Trank heißt einfach, ne, 100% Chaos ist einfach, dass er so viele Skills, wie er will, hintereinander ausführen kann. Genau, das macht er jetzt. Er geht einfach hier leveln, ich bin blöd nebendran. Hast du nicht von mir eine neue schöne Rüstung bekommen im Inventar? Warte, ich schau gleich mal nach. Ja, schau mal nach, wenn du kannst. Weil durch diesen Lehrlingsbonus bekommt man die 21er plus 15 Waffen, die man bis zur 59er anzieht, weil dazwischen drin sind schlechter. 69er plus 15 sind dann wieder besser. Genau, er geht jetzt einfach hier mal leveln. Da haben wir das Buff-Event. Jetzt haben wir ja bald Halloween, ne? Und wir feiern dann auf Halloween einfach das Chaos sozusagen, ne? Also wir haben ein Halloween-Event, man droppt Empty Baskets, also leere Körbe, und aus denen bekommt man dann Candies, Süßigkeiten raus. Süßigkeiten sind einfach dazu da, die machen die Süßigkeiten, ne? Die geben AP oder man läuft schneller. Genau, hebt man dann hier Empty Basket auf, ja. Mit. Ja, das ist eben das Halloween-Event. Und man kann dann im Lagerball. Ich weiß nicht, hast du das Lagerball schon mal angesprochen? Noch nicht. Okay, also das Lagerball, da kann man eben ganz verschiedene Sachen gewinnen. Hier kann man gewinnen, zum einen mit Token. Das sind eben Token. Token sind Lagerbälle. Da gewinnt man hier zum Beispiel als untersten Gewinn Gold, kann man gewinnen. Und dann gibt es noch Healing Potion, also einfach so HP Potion, dass man wieder HP kriegt. Mondsteinbox, damit kann man dann zum Mondstein Golem gehen. Dann kann man Mondstein spielen und dann bekommt man schöne Items. Dann Experience Booster, also XP Samen. Und dann noch die Gold Token, das ist der Hauptgewinn. Dann kann man dann eben Gold Token Lagerball spielen. Ja, dann kriegt man noch auf der anderen Seite, man kann sich immer drei Sachen auswählen. Und hier ist jetzt eben noch beim Token dabei, dass man wieder unten als
schlechtesten Gewinn sozusagen Gold bekommt, dann bekommt man einfach was, um seinen MP wieder hoch zu potten, einfach, also wieder ein Pot. Mondsteinbox, wieder Skill Point Booster, also einfach um mehr SP zu bekommen. Und dann den 100% Gastrank eben als Hauptgewinn. Und als drittes für die Lakebälle gibt es, die untersten drei sind Heaven Stones, also Himmelsteine zu gewinnen. Dann kann man als zweitbesten Gewinn einen Lucky Smelting Stone bekommen. Mit dem kann man dann Waffen bis plus 6 zu 100% plussen, ohne dass sie kaputt gehen. Dann als Höchstgewinn noch den Chaos Smelting Stone. Das ist einfach, da kann man alle Steine von 1 bis plus 12, ohne dass sie kaputt gehen, plussen. Hört sich richtig geil an. Genau, also es sind echt schöne Sachen dabei. Ich frage mich gerade, wo du bist. Ich bin weiter hintergegangen zu den 101ern und sowas. Gehst du dann zu den 104ern wegen der Waffe? Mhm. Also wir müssen uns wieder eine neue Waffe droppen. Das ist die 97er, die wird bei den 104ern gedroppt. Ja, währenddessen erzähle ich euch jetzt noch was beim Gold Token Lagerball. Einfach Super Haste Potion, Platinum Adrenalin, AP Absorber, Experience Booster und Cast Trank 100%. Dann haben wir einen Affinity Booster, der gibt das Doppelte an für Affinities. Affinities sind Clubs. Was das sind, kommen wir demnächst irgendwann mal drauf. Dann haben wir Berserker Potions, da macht man mehr Damage. Da hat man die Chance auf mehr Damage. Dann haben wir den MP Stealer, dann den Platinum Super Skill Pill und dann den Platinum Blessed Iris. Platinum Super Skill Pill ist einfach für mehr SP und Platinum Blessed Iris ist ist für mehr EXP. Und dann gibt's noch als drittes für die Pets. Zum Beispiel, ich habe einen Elefanten. Da gibt's die untersten drei sind eben die Pet EXP Booster. Dann kommt eine Platinum Pet Experience Potion. Das ist einfach eine Platin Pet Lilia, ja. Da bekommt das Pet halt dann mehr EXP. Und dann das Irwis Chang Tai Lash. Das ist einfach, dann kriegt man daraus einen Elefanten. Ich will auch einen Elefanten haben. Hol dir einen. Ja, nee. Castle Siegertoken überspringe ich, das ist nicht ganz so wichtig. Jetzt kommen wir zum Event, das eingefügt wurde. Enigma Halloween Coin. Coins bekommt man durch Quests. Und da bekommt man... Richtig. Falsche Seite. Was? Andersrum. Ups. Dahin. Den Sphinx Fighter. Ja. Dann haben wir eben hier diese Halloween Coin. Und da kriegt man halt alles Mögliche raus. Tokens, Candies eben, Gold Token, Master Stones. Genau. Master Stones sind 26, plus 26, plus 27 und plus 28. Ey, vergiss deine Schwerter nicht. Hier hast du Schwerter gedroppt. Was? Oh, ups. Übersehen. Fähigkeiten sind eben dazu da, um mehr HP bzw. schneller laufen zu können. Token eben fürs Lagerball. Und die Master Stones. Wir haben hier ein Upgrade, das geht bis plus 28. Das heißt, man kann eine Waffe bis maximal plus 28 plussen. Meine ist plus 21 zum Beispiel. Lohnt sich dann in höheren Level. Und da benutzt man dann eben diese Master Stones ab plus, zum Beispiel plus ab plus 10 mit Master Stones. Man kann auch erst bei plus 17 anfangen. Genau. Soweit so gut zum Halloween-Event, Lagerball, was auch alles ich immer reingeschmissen habe. Ja. Dann bekommt man, da kann mich der Joma kurz schnell anschauen. Mhm.
Da kann man doch noch sowas Tolles gewinnen wie ein. Huh, läuft mein Cover ab, das finde ich nicht schön. Ein Halloween-Kopf kriegt man. Und ja, dann sieht man ganz Halloween-mäßig aus mit so einem. Wie heißen die Dinger? Pumpkin. Pumpkinhead. Ja, wie heißt das, ne? Wenn jetzt blöd. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was du meinst. Ja, ein Pumpkin. Ein Kürbis. Ich weiß es, Kürbis. Genau, also hat man so einen Kürbis auf dem Kopf sozusagen. Ich hab einen Kürbis auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Nee, ich bin eine Kürbistuppe. Nee, okay, nicht ganz okay. Genau. Ja. Und welches Level bist du denn? 106. Oh, haben wir ja nicht mehr viel Zeit. Jo, glaub. Habe ich alles angesprochen? Maximal Level 186. Ja. Genau. Und ich drop irgendwie keine Schwerter mehr. Ja, das kann daran liegen, dass sie bei dir schon blau sind vielleicht. Nur nicht. Hier sind sie komplett blau, jetzt gedacht. Jetzt gedacht, ja. Genau, soweit erstmal dazu. Jetzt nachdem zeigen wir euch dann noch schnell die 60er Quest. Nimm die mal an der Seite bitte an. Ja. Und sag mal dazu ein bisschen was. Gut, ich würde sagen, um es besser zu veranschaulichen, lese ich die einfach mal kurz vor. Go to the temple of forgetfulness in Dratan and kill 60 wife the bitches leaders, 60 crew spiders and 60 sphinx beardmen. Ja, davon bekommt man einen Sovolos Backshield. Dieser hat 20% Cast, das heißt, wenn ihr ihn tragt, aber gerade keinen Cast drängt habt, werden eure ja, Zaubersprüche, nenne ich es einfach mal, 20% schneller einsatzbereit sein. Sagen einfach mal die Skills. Skills, ja. Außerdem bekommt man noch Massen, ein bisschen was an XP. Und doch 1000 SP. Und ich würde sagen, diese Aufgabe machen wir auf jeden Fall. Genau. Und wenn wir jetzt hier. Ist geil, dann geht's zum nächsten Mobs. Wir haben ja schon einen höheren Ritter. Und wie gesagt, also ihr habt gesehen, man droppt eben die 97er Schwerter hier. Wir werden dann die 9er anziehen. Da wir die schon geplus haben und wie man plus, habt ihr auch gesehen. Ob da man jetzt die 97er oder 109er nimmt, ist komplett egal, da tut sich nicht viel. Dann kannst du einfach normal weiter leveln gehen, dann musst du nicht hier bei den 104ern rumkloppen. Bis welches muss ich hier leveln? Na 10. Okay, dann können wir ja weiter hintergehen. Genau. Ah, ich glaube, wir gehen noch ein bisschen weiter hinter. Wenn ich ihn mal down habe. Oh, aber der gibt massig an XP. Der hat mir gerade eben 50% gegeben. Ja, das ist normal, die kannst du ja killen. Das wäre ja schön, wenn es mal auch bei höheren Leveln so wäre. Pro Gegner 50%. Ja. Also bei mir ist so, ich bekomme jetzt noch genau 0. Ich bekomme 0,7 pro. Mob, pro Gegner mit 181. Und man muss sagen, mit allen mit allen Boostern, das heißt mit dem 500 Ticket, mit der Lilie. Mit der Blast Bottle und mit den Experience Scroll. Also das ist schon nicht ohne. Ich habe jetzt. Haha, du bist gestunt. ich brauche echt richtig, richtig viele XP-Samen. Ich weiß nicht, wie viele ich jetzt schon verbraucht habe. Ich habe jetzt in der letzten Stunde, wo es eben wieder dieses Buff-Event
gab, habe ich 1000 Stück verbraucht. Ja. Und bin, ja, weiß nicht, wie viele Level ich abgekommen bin. Ein paar. Aber es ist trotzdem ziemlich heftig, dass ich so viele Samen brauche. Also ist schon nicht ganz ohne. Schau mal, ich glaube, du hier einen Weg frei, weil falls du hier einen Weg lang willst. Nee, ich glaube, wir vorhin bei diesen Spearman. Oder doch, ja. Geh einfach hinter. Mensch, entscheide dich. Schau mal, da ist auch noch so ein Spearman. So, den haben wir auch gleich tot gekloppt. Dann brauchen wir noch den und den da hinten und dann haben wir es auch geschafft zu 110. Noch zu Igni was zu sagen, und zwar Igni ist einfach ein Fleißbonus. So, ich ruf dich mal kurz raus, ne? Mhm. Igni ist einfach ein Fleißbonus. Und bei ist, wenn es orange geladen ist, dann sollte man die aktivieren, wenn man Skills macht. Wenn man aber sagt, man möchte nur Auto-Hits machen, dann sollte man warten, bis sie lila ist. Genau, bis sie lila, pink oder was weiß ich ist. Ja, oder pink, irgendwie sowas dazwischen. Ach ja, gehst du mal Autogruppe? Ah, stimmt, da war irgendwas. Ja, das Autogruppe. Kann ich auch mal zeigen, wie es geht. Genau. Ihr drückt auf G, dann und auf unten das untere, also eigentlich unterste, Party Auto Matching oder Autogruppe auf dem Deutsch. Und dann das oberste nehmen, Party Member Registration. Oder falls ihr einen Freund rausholen wollt, auf Available Party Members. Aber das zeige ich später nochmal, wie es geht. Und dann oben draufklicken, General Party und Confirm. Genau, und ich hole ihn jetzt da raus. So. Und auf Yes. So, dann rufe ich dich mal direkt vor die Pyra. Genau. Jetzt machen wir die 60er Quest. Das heißt, wir drücken L. Und dann schauen wir, was wir brauchen. Und dann kann man, links ist so ein Viereck, da kann man draufklicken, dann macht er einen Haken rein und dann erscheint die Quest rechts auf der Seite. Sieht man dann, was man machen muss. Mhm. Hast du das gemacht? Ja. Ich rufe den Jo wieder. Er wird euch aber eine Karte zeigen, wo ihr hinlaufen müsst. Gegner zu finden, die ihr braucht, aber fürs Video dauert das sonst zu lange. Nochmal Speedcover anziehen. Wenn du willst. Geh nochmal ein bisschen schneller. Bleib hängen hier. Ich habe eine richtig geile Idee, aber ich bräuchte dich dann gleich danach nochmal für ein paar Tonaufnahmen. So, hier sind wir am ersten Spot angekommen. War bei den Wave Derbage Leader. Sind direkt vor der Pyra, dann läuft man nur raus, die ganze Zeit den Weg entlang. Und dann steht man schon vor diesen Viechern. So, wie gesagt, hier sind die. Genau, die Derbage Leader. Die wird jetzt der Hohe Johannes. Was ist das? Killen? Was? Bei mir ist so ein komisches Teil. Welches komische Teil? Irgendwie so wie von der Engine, so ein Teil als mit X, Y und Z. Und einem roten Kasten. Ja, das kann passieren, dass das mal da ist. Lol. Naja, gut. Also, diese Wave Derbage Leader wird er jetzt killen. Da werden einige Mobs hinter ihm sein. Ich habe keine Ahnung, ob er das überleben wird oder nicht. Naja, doch, das schon. Ehrlich gesagt, ich habe echt keine Ahnung, ob du das überleben wirst. Wenn nicht, dann gibt es eben nochmal so eine Zwischensequenz wie im dritten Part. So, dann gehen immer die toppen und dann ich setze mich irgendwo hin. Und ich würde sagen, das beschleunigen wir, weil das diese Quest dauert echt lange. Oh ja. Oder wir machen das so, ich klopp das für dich schnell. Schneller, aber ist genauso machbar für alle anderen. Das dauert halt nur ewig. So, klick dich mal an mich ran. Schnell, ne? Ja, jetzt muss man eure Optionen ändern. Also es ist eine Gruppenquest, heißt ich kann das machen und er kriegt das Zeug dafür.
Ja. Gut. Mal hier, wir machen mal Halloween-Style. Oh, Enigma, Mini-Pumpkin. Bin ich jetzt hoch oder finde ich bloß keine Mobs? Beides. So, ey, du bist nicht an mir dran, ne? Doch. Alles gut. Schnell. Und ich merke, falls Leute irgendwas hören, mein Telefon klingelt. Ja, man hört ein bisschen was. Also wie gesagt, diese Enigma Mini Pumpkin oder Pumpkins insgesamt braucht man halt für irgendwelche für Quests, dann bekommt man dann so Pumpkin Coins oder sowas heißen die. Und ja, da bekommt man dann eben die schönen Sachen, kann man dann eben Lagerball spielen damit. Wenn ich nicht mehr auf deinem Radar bin, musst du es sagen, ne? Ja, bleib mal stehen. Du rennst wieder davon. So, jetzt. Jetzt nicht. Du hast irgendwann. Du bist irgendwie zu schnell einfach für mich. Und da oben noch einer.